Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Virus zum Fieberboss. Ich möchte euch herzlich zu einem neuen Video begrüßen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid gesund. Heute ist Donnerstag und ich werde gleich meine erste Mahlzeit zu mir nehmen. Es ist jetzt 13 Uhr und ich schaue jetzt mal in den Kühlschrank, was es da Schönes gibt. Oh ja. Ich esse so einen Thunfisch und ein paar Hähnchendinger. Die sind ziemlich geil. Und als Nachtisch, den esse ich zurzeit echt sehr gern, so einen Fittlein im Vanillegeschmack. Nice. Mit den drei Sachen habe ich jetzt dann schon insgesamt 100 Gramm Protein. Ich versuche in meiner Diät immer als erste Mahlzeit schön viel Eiweiß reinzubekommen, damit meine Muskeln safe sind und ich im restlichen Tagesverlauf nicht mehr so viel Eiweiß essen muss und auch mal ein bisschen was Fett- oder Carb-reiches essen kann. Okay, ich habe ein paar Fragen auf Instagram gestellt bekommen. Ich habe so einen Fragenaufruf in meiner Story gemacht und da werde ich mir jetzt ein paar rauspicken und die beantworten. Also der Filipino Unterstrich hat gefragt, Zielgewicht. Ich habe kein direktes Zielgewicht, ich gehe nach meiner Form. Vorletzte FIBO bei meiner ersten Diät hatte ich 76 Kilo und bei der letzten Diät an der FIBO hatte ich 79 Kilo. Ja, ich möchte diesmal noch tiefer mit dem Körperfett. Ich schätze mal so 77, 78 Kilo werden es dann am Ende sein. Aber ich möchte mich auf keinen Fall festlegen. Ich gehe auf jeden Fall nach der Form. Dann die Frage von Zimbo Tarisiert. Was tust du gegen Heißhungerattacken? Grüße gehen raus zurück an dich. Und bei Heißhungerattacken esse ich meistens Gurken oder Karotten oder trinke einfach viel Wasser. Das ist das, was mich meistens da raushilft. Falls das nicht hilft und ich immer noch in diesen, ich muss jetzt was essen, Ding drin bin, dann trinke ich meistens einen fetten Eiweißshake, irgendwie 50 Gramm Whey oder sowas. Und danach bist du meistens gesättigt und hast quasi diese Heißhungerattacke umgangen, ja. Ja, weil Eiweiß sättigt wie Sau und wenn du erstmal so Gurken und sowas reinballerst, halt viel Wasser. Gurken haben den großen Wasseranteil, dann bekommst du auch das Gefühl von Sättigung. Und falls es gar nicht mehr geht mit dieser Heißhungerattacke, dann geht einfach raus oder geht trainieren oder lasst halt einfach mal was zu. Also ihr könnt auch euch mal was gönnen in der Diät, aber probiert halt einfach das im Rahmen zu halten. Dann die Frage von I am Loris, wie fühlst du dich während deiner Diät? Also momentan fühle ich mich eigentlich noch sehr gut. Das hängt dann immer vom KFA ab. Ich denke mal, umso tiefer der KFA geht, umso schwerer wird einem das Ganze fallen, weil der Körper eben nicht mehr solche Reserven da hat, so schönes Fett. Und ja, aber momentan geht es mir noch sehr gut. Wie ist deine aktuelle Makroverteilung in der Diät, fragt die Miss M178. Also momentan meine Makroverteilung, ich habe keine genaue Makroverteilung, aber schau, dass ich immer so 2 bis 2,5 Gramm Eiweiß am Tag habe. So um die 50 bis 60 Gramm Fett und den Rest fülle ich dann mit Kohlenhydraten auf. Aber manchmal lasse ich die Kohlenhydrate weg und esse noch ein bisschen mehr Fett. Aber momentan, ja, sind so, ich schätze mal, 70, 80 Gramm Carbs am Tag. Dann fragt der Fit-MaxFR, in welchem Split trainierst du? Ich trainiere im Oberkörper-Unterkörper-Split. Ich mache jeden zweiten Tag Oberkörper. Falls ich noch in irgendeiner Muskelgruppe habe, mache ich einfach den Fokus auf die größere andere Muskelgruppe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch Brustmuskelkater habe, ein bisschen, dann trainiere ich mehr den Rücken. Und genauso ist es auch andersrum. Und ja, dann habe ich einen Tag drauf, meistens Unterkörper oder Rest Day. Aber ich habe wirklich immer jeden zweiten Tag Oberkörper. Hast du das Bedürfnis nach Junkfood? Wenn ja, wie gehst du in der Diät damit um? Also, jeder Mensch hat das Bedürfnis ab und zu, was heißt ab und zu eigentlich immer, nach ungesundem Essen, Junkfood, Süßigkeiten, was auch immer. Und ich würde euch auch echt raten, wenn ihr da Bock drauf habt, dann gönnt euch das. Aber ihr könnt es halt immer in die Kalorien integrieren. Ich mache das so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, jetzt Bock auf eine halbe Tafel, ich sage jetzt bewusst nicht ganze Tafel Schokolade, eine halbe Tafel Schokolade habe, dann track ich das einfach. Also ich wiege die Schokolade ab, schaue in meine App,
wie viel Kalorien hat es, passt es noch rein, und dann esse ich es einfach. Ihr müsst euch nicht komplett einschränken, außer ihr seid Wettkampf-Bodybuilder oder sonst was, aber ich schätze mal, die meisten hier, die wollen einfach ganz normal gesund abnehmen, und da ist es wichtig, dass man sich nicht komplett einschränkt. Manche Menschen können das, dass sie jetzt sagen, ich esse jetzt keine Süßigkeiten mehr. Ich bin ein Typ, ich esse gern ab und zu trotzdem noch Süßigkeiten. Dann schreibt noch die Emma Hubner 6, du isst immer viele Sachen, wie kann es eine Diät sein? Nicht böse gemeint. Also pass auf, es ist so, man kann viel essen, aber man muss halt das Richtige essen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kilo Gemüse esse, dann ist es vielleicht in deinen Augen viel. Aber wenn man das auf die Kalorien hochrechnet, dann ist es gar nicht so viel. Ein Kilo Brokkoli hat, glaube ich, nur 360 Kalorien. Essen einen Schnitzel, dann hast du zum Beispiel schon mehr. Du musst halt einfach die richtigen Lebensmittel essen. 500 Gramm Magerquark. Wie viel haben 500 Gramm Magerquark? Das scheint in deinen Augen vielleicht viel zu sein, aber es hat im Endeffekt dann auch wieder nur 350 Kalorien. Und so, ja, wirkt es vielleicht, dass ich ziemlich viel esse, aber im Prinzip ist es gar nicht so viel. Ich würde gern mehr essen. So, das war's jetzt mal mit den Fragen. Falls ihr weitere Fragen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr die einfach in die Kommentare schreibt. Dann kann ich da in dem nächsten Video auch drauf eingehen. So, Freunde, und jetzt eine kleine Story noch von meiner Seite. Ich habe euch doch von dieser Fortbildung erzählt, die ich letzte Woche hatte, von meiner Arbeit aus. Also ich bin ja Erzieher, und das Ding ist, da haben nicht nur Leute teilgenommen, die bei mir mitarbeiten, sondern auch externe Leute. Und da war ein Mann dabei, der war mir eigentlich recht sympathisch und ganz nett. Und im Nachhinein, also 2-3 Tage später, wurde ich dann angerufen von einer Kollegin, ob sie dem Herrn mal meine Nummer weitergeben darf, da er irgendwie der Geschäftsführer von einer Firma ist, Medica heißt es. Und der hat mir vorgeschlagen, dass ich mal deren Produkte testen darf. Ich habe ja immer hier so an den Händen solche Schwielen. Und allgemein, ja, bin ich ja ein sehr tollpatschiger Mensch. Ich schneide mich ab und zu mal. Oder ich habe mal eine Wunde. Und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Und dann hat er gemeint, der kann mir mal das Wundsprühgel. Also der hat mir ein paar Produkte einfach zum Testen gegeben. Von sich, Metzol, von Metzol sind die. Und manche Leute schwören darauf, auch meine Arbeitskollegin hat mir davon erzählt, und ja, das werde ich jetzt ganz einfach mal testen. Der hat mir hier so ein Paket gebracht, auch eine Wundspüllösung zur schmerzarmen Reinigung, Befeuchtung, antimikrobiellen Dekontamination und Infektionsprophylaxe von Wunden. Okay, klingt echt interessant. Also ich habe manchmal solche Bäberla im Mund. Da kann ich das auf jeden Fall verwenden. Dann hier Wound Spray Gel to be used for painless cleaning, moistening, decontamination and infection prevention of wound, also gegen Wunden. Ne? Dann habe ich hier nochmal so ein Wundspray. Was hat er mir noch mit rein? Wundspray, Wundgel und Wound Irrigation Solution. Ach, ich bin ja aber auch echt schlau. Es ist auf der einen Seite Deutsch und auf der anderen Englisch. Wundspüllösung zur schmerzsamen Reinigung, Befeuchtung, antimikrobiellen, bla bla bla. Das ist das Gleiche. Ja, cool. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Ein großes Dankeschön geht auf jeden Fall an den lieben Herrn raus. Und Leute, ich werde euch auf jeden Fall mal, falls ihr irgendwelche Probleme habt, Wunden oder sowas, ich werde euch von dem Zeug berichten und euch schon mal den Link auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Bevor es jetzt gleich zur Arbeit geht, werde ich auf jeden Fall jetzt noch so eine verfluchte reine Buttermilch trinken. Und ja, den geilen Imperius-Riegel essen, Erdnusskaramell. Ich weiß nicht, wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich auf die Teile schwöre. Ich liebe sie. Es gibt nichts Geileres, wirklich. So, Freunde, es ist jetzt schon Abend und ich habe bis jetzt gearbeitet. Ich hoffe, ihr versteht mich. Es ist ziemlich windig. Jetzt geht Time und dann gibt es erstmal was essen. Ich habe erst ja, so 900 Kalorien drin. Ich glaube mal, es wird wieder Hähnchen geben mit Gemüse. Und jetzt noch mal kurz Werbung aus eigener Sache. Ich werde oft mal gefragt, ob ich euch einen Ernährungsplan erstellen kann. Und ja, das mache ich. Das kann ich machen, auch Trainingspläne individuell auf euch angepasst. Ich habe dann den Fragebogen. Und ja, es kostet was. Wenn ich das für jeden umsonst machen würde, dann würde ich nur noch den ganzen Tag Ernährungs- und Trainingspläne schreiben. Falls du dran Interesse hast, dann schreib mir doch einfach mal eine Mail an hirschmann.simon@yahoo.de und dann bekommst du von mir den Fragebogen.
Ein Ernährungsplan kostet 35 Euro, ein Trainingsplan 25 Euro und wenn die beides zusammennehmen, kostet es 50 Euro. Jo, wer da Interesse dran hat, schreibt mir eine Mail. Peace, dann kriegt ihr den Fragebogen. Bitte was? Das ist für dich. Das sieht echt lecker und aus. Das ist mit Fleisch. Geil. Und das nicht? Das meinst du? Die Hälfte? Und das. So, nächster Tag und ich möchte in dem Video jetzt auf jeden Fall noch ein paar Leute begrüßen. Und zwar Annika Reude, vielen Dank für diese lieben Worte. Dann den Lukas Mitterlehne, ich grüße dich, mein Freund. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Und dann auf jeden Fall noch liebe Grüße an die Sabrina Wie. Danke, dass du mich aufgeklärt hast. Ich habe ja hier Bulimie mit Binge Eating verwechselt. Und dann noch liebe Grüße an den Urkriegs2K. Der hat mich gefragt, ob ich jetzt wieder eine 6-Monate Diät mache. Ja. Sind vielleicht, glaube ich, sogar 7 Monate. Das wird hart. Aber ich ziehe das durch. Falls du im nächsten Video auch begrüßt werden möchtest, hinterlass mir doch einen lieben Kommentar. Dann kommst du da bestimmt auch mit ins Video. Und ja, jetzt möchte ich das Video beenden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst einen Like da, die neuen ein Abo. Aber das wisst ihr ja. Glocke aktivieren, auch ganz wichtig. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Und jetzt macht's gut. If you want